Tag in Richtung Iran. Also es gibt in vielen, vielen Städten Europas, Nordamerikas, Australien, Umgebung gegen das islamische Regime die Hinrichtung vor Ort. Und ein Punkt, den wir auch gerade schon gesungen haben, ist Nahmah, das bedeutet Nein, Nein zur Hinrichtung, Nein zu dieser islamischen Republik Iran. Und ja, in der letzten Woche die Proteste der Studierenden an der Kunsthochschule Iran gesehen, die unter anderem gegen die Wiedereinführung von strengen Maßnahmen protestiert haben, gegen die Maßnahmen zum Kopftuchzwang, gegen die Ausweisung also von Studierenden von der Kunsthochschule und das Zerren von Disziplinarverfahren. Ich möchte hier nochmal die Stellungnahme vorlesen. Es ist fast ein Jahr her, seit wir gemeinsam sind und wir haben nichts zu euch zu sagen. Außer ein Wort, nein. Nach der Wiedereinführung der Gender-Apartheid und die Verpflichtung zum Tragen des Formalhijabs, nachdem das Wasser für die Sitzstreikenden abgeschaltet wurde und Gewalt angewendet wurde, betonen wir noch einmal, dass nichts zurückgedreht werden kann. Nach all den Sternen, die wir auf den Boden gezogen haben vom Himmel, jeden Tag ist der Himmel noch immer voller Sterne und das Blut tropft weiter aus der Wunde, die im September immer geführt wurde. Wir stehen weiter Hand in Hand für Freiheit. So die Stellungnahme der Studierenden der Kunsthochschule Teheran. Ich möchte noch mal kurz mitteilen, dass auch in anderen Landesteilen die Proteste weitergehen. In Belutschistan gab es diese Woche einen Anschlag auf den politischen Führer in Belutschistan und die Menschen dort sind also massiv auf die Straße gegangen. Und auch in Kurdistan gibt es weiter Proteste, insbesondere weil dort das Militär aufgefahren ist, im iranischen Teil von Kurdistan. Dort wurde auch der langjährige politische Gefangene Ayman Mustafai erhängt nach vielen Jahren im Gefängnis und dann gehen die Menschen dort in Sanandaj auf die Straße. Und trotz alledem verhandeln jetzt die Bundesregierung, die Bundesrepublik Deutschland weiter mit diesen Terroristen, mit diesen Verbrechern, selbstpersönlich an diesen Verbrechen beteiligt sind in der islamischen Regierung. Und wir haben diese Woche auch den schriftlichen Beweis, dass die Generaldirektoren aus der EU, die außenpolitischen Vertreter, Stellvertreter an Verhandlungen in Abu Dhabi teilgenommen haben, auch von Vertretern der Bundesrepublik Deutschland, das hat das Auswärtige Amt diese Woche bestätigt. Und sie verhandeln dort nicht über das, was wir hier mitteilen wollen. Sie verhandeln nicht gegen Hinrichtung, sie verhandeln nicht über die sozialen und politischen Rechte der Menschen in Straße und Verleihen. Sie verhandeln allein um das Atomabkommen, von dem ich schon so oft gehört habe, was
eben nicht die Forderung der Iranerinnen und Iraner ist, sondern was nur ein westliches Anliegen ist. Und die Menschen im Iran sind diesen Leuten, dem Bundesregierung, egal. Deswegen stehen wir hier, deswegen existieren wir. Und fordern euch auch auf, hoffen, dass ihr auf ihrer Seite steht. Darauf aufpassen. Vielen Dank. Wir werden gleich nochmal zwei Lieder abspielen. Gerade kam eine Frau hier vorbei und sagte, diese Bilder, die hier auf dem Boden sind, die Schilder, die sie haben, das müssen die Menschen sich angucken. Deshalb habe ich gedacht, gehen wir mal jetzt kurz ein paar Bilder hier durch. Einmal haben wir ein Bild von Tomasz. Da, wie heißt das Album? Das ist Tomasz Solly, ein junger Rapper im Iran, der sehr gute Musik gemacht hat oder macht. Der über 230 Tage schon im Isolationshaft ist und jetzt ohne Rechtsanwalt bei rechtlicher Beistand wurde hinter verschlossenen Türen ohne Medienerstattung sein Gerichtsurteil ausgesprochen. Das ist die Todesstrafe. Deshalb einmal Tomasz Solly, es gibt Petitionen, die Sie unterschreiben können. Da können Sie einfach Petition Iran eingeben und es kommen ganz viele Petitionen. Die Fotos, die Sie hier unten sehen, sind ein paar Menschen, die in den letzten 9 Monaten getötet worden sind. Junge Menschen, alte Menschen, Arbeiter, Rentner, Schüler, alle wurden bei den Protesten erschossen. Wir haben Frau, Leben, Freiheit. So ist die Protest-Revolutionsbewegung. Wir haben ganz oft dieses auf Persisch nach. Nach bedeutet nein. Weil wir haben nichts mehr zu diesem islamischen Regime zu sagen, außer nein. Nein zur Hinrichtung. Nein zur Folter. Nein zur Unterdrückung, nein zur Islamischen Republik. Solidarisch sein mit der Demokratiebewegung im Iran. Stoppt Folter und Hinrichtung. Freiheit für alle politischen Gefangenen. Wir haben alleine in den letzten 9 Monaten über 20.000 politische Gefangene. Stoppt die Unterstützung des iranischen Staatsterroristen. Kein Handel mit dem Terrorregime im Iran. Und für all diese Sätze, Werte stehen wir jede Woche und werden weiterhin jede Woche hier stehen, bis die Bundesregierung, bis die EU, bis alle Menschen verstehen, was im Iran passiert und was die Diktatoren auf der ganzen Welt veranstalten. Nächste Woche Samstag sind wir wieder hier an der Stubengasse von 14 Uhr bis 15 Uhr. Danke, dass Sie alle hier sind. Danke, dass Sie menschlich sind. Frau, Leben, Freiheit!